Nun dann, Freunde, weiter geht es im Abenteuer, wo wir stehen geblieben sind nach, nach Josh und seiner Eskalation. Die Frage ist aber, wo lang gehen wir? Ich würde gerne mal, ich weiß nicht, ob wir da oben hin können. Was geht hier? Ja, die Sache ist, die Brücke ist kaputt. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen, whatever. Ich würde gerne mal hier hin, genau. Libeltra! Ridley! Oh mein Gott, ich habe Ridley total vergessen. Ridley würde ich so gerne ausprobieren. Oh mein Gott! Was? Hä? Erdbeben. Nein. Die Kane. Bereit? Los! Boah, 66 Schaden hat sie. LOL! Okay, nice. Oh mein Gott, wenn wir Ridley befreien als nächstes. So Bock auf Ridley. Ah. Oh, okay, da ist der blaue Schalter. Okay. Dann geht es, nachdem wir uns das da oben angeschaut haben, auf jeden Fall hier runter zum blauen Schalter. Und hier sind noch ein paar Charaktere. Alles klar. Alles klar. Cool. Phelon! Lucario! Lucario ist auch richtig geil. Sprung auf Phelon. Ich bin raus von dir. Lol. Einfach so weggeklatscht kurz. Oh, umgehauen. Achso, wir hatten Kraftpunkte. Okay. Oh, Lucario. Ich hätte so Lust auf Lucario. Junge, ich habe so Bock auf Fuegro. Fuegro, auf den freue ich mich. Bum, bum. Bin gespannt, was... Oh, Riesenschicki. Bin dann echt gespannt, was da abgeht. Weil unten links könnte man das nicht abchecken, aber ich glaube, hier sieht es gut aus. Könnte Gegner viel Schaden zu. What? Das ist riesen Schicki, einfach so groß wie ich. Shuttle! Die hätten mich nehmen sollen, Mann, für die deutsche Synchro. Shuttle! Shaggy! Easy. Shaggy! Wie der aussah. Shiggy haben die auch ganz gut hinbekommen. Bum, bum. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt abgeht. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Willys Schloss. Hm. Oh? Was? Wo sind wir hier? Oh mein Gott, wie geil die das gemacht haben. Was? Wie so ein kleines Minigame. Bowser's Schloss einfach. Also hier müsst ihr auf... Ich denke schon, dass ihr Bowser freischalten, hoffentlich. Bowser oder Bowser Jr. Das haben die cool gemacht, finde ich, um ehrlich zu sein. Das haben die echt cool gemacht. Lol. Das haben die geil gemacht, so. Das war mal so eine Zeitquest. Geil.
ist echt geil, einfach nur. Sorry, aber es ist einfach ein geiles Spiel. Belmont. Oh, ah, lol, okay, diese Belmont-Charaktere, die kenne ich nicht aus Castlevania. Keine Ahnung, was mit der anfangen soll. Aber Lava, der Boden ist wieder Lava. Lava-Loons! Was? Komm, aggressiv, Donkey Kong ist seine Grimasse. Ciao. Das ist so Disrespect, wenn du so einen finishst. Krank. Was ist los? Alter. Achso, lol. Ja, und jetzt? Dein Ernst? Shadow Man! Oh. Kwanjutsu! Olle! Ah, Elektro ist auf dem Boden oder was gedacht? Ah, mit Kraftpunkten. Wie? Kwanjutsu! Er benutzt einfach seine Zunge als Schal. Alter! Eskalation. Oh? Ah, interessant. Was? Da kann du, wie nett! Einfach da kann. Oh, da groß du. Mit ein bisschen zu viel Sharks gegessen oder was? Oh je, oh je. Oh. Da kam Dreck. Bereit? Los! Was willst du da machen, ey, ganz ehrlich? Kopfnuss? Geiler Finisher gewesen. Ah, der hat Carry, krass. Also ist dieses Feuerspein. Zu viel Curry gegessen! Leute, ich dachte jetzt, die gehen kaputt. Oh! Spaß. Okay, jetzt kommen wir da runter. Genau, okay, Leute. Nice, nice, nice. Das finde ich geil. Finde ich echt geil, so eine Sidequest. Nur her damit. Verdammt nochmal, das müssen wir gewinnen. Legende, guck, das ist ein Legendengeist. Was nehmen wir jetzt dagegen? Weniger Empfangsschaden durch Nahkampfwaffen. Nee, nee. Brauchen irgendwas gegen seinen Carry. Keine Wurst. Was ist das? Oh, das ist ein Kampf mit Flanken. Okay, den nehmen wir einfach. Sebastian. Oh, Sebastian. Macht immun gegen Einschlafen durch Schnee. Ach, das war ein Zap, Mario. Was ist das? Gewährt 5% Chance auf kritischen Treffer. Hm, der nimmt nur eins dort ein. Sollen wir Mario nehmen? Oh mein Gott, Freunde. Oh, aber wo ist ein Zap-Geist? Ah ja! Das ist eigentlich ein guter Konter.
Eigentlich. Weil er bekommt alles zurück. Durch Franklin. Genau. Oh, oh, oh. Ich hab Angst vor Ho-Oh. Der chillt einfach nur. Nein! Ich hätte gewonnen. Ich hätte safe gewonnen. Einen Fehler gemacht. Ich war zu ungestüm. Shit! Schau, das Franken schützt uns eigentlich auch gegen Carrie. Der bekommt auch Schaden davon. Seht ihr das? Was? Was? Der hat uns ein Head, der ist ein Kopflos gegeben, wir sind geflogen. Aber shit, Ho-Oh ist ein Subgeist, wenn ich das richtig gesehen habe. Trotzdem. Wenn Ho-Oh dann erscheint, umso geiler natürlich. Nein! Ich muss das schaffen. Soll ich vielleicht einen anderen Charakter nehmen? Vielleicht einer, der flink ist einfach. Weißt du, dass immer von den Abhaubissen. Mario vielleicht. Wegen seinem Cape. Oder Kirby, einfach zu nerven. Ich glaube, Kirby wäre gar nicht mal so schlecht. Oh, der hat jetzt das. Mein Alter. Niederlage fortsetzen. Okay, ich respektiere das auf jeden Fall, Glurak. Respekt. Wähle deinen Kämpfer. Ich glaube, von dem Kirby. Respekt. Oh, ich auf jeden Fall. Boah, geil. Bereit? Los! Einfach so nerven jetzt. Nein! Nein! Hier tickt er komplett aus. Wenn Ho-Oh kommt, tickt er komplett aus, Glurak. Das ist eine geile Herausforderung. Geile Herausforderung auf jeden Fall. Oh Mann. Der hat die ganze Zeit Feueratem. Kriegt er gut Schaden. Ich bin bereit, ja. The Bates. Oh nein! Nein. Wie habe ich da ihn nicht getroffen, Freunde? Hätte ich ihn da getroffen, vielleicht wäre er rausgeflogen. Vielleicht. Soll ich jemand anderes nehmen? Bereit? Los! Ja.
Oh, war. Wir halten ihn fern, Jäger. Ja! Nein! Ich hab noch... Oh, nice. Okay, sehr cool. Oh mein Gott, ho, oh! Luftsprung plus 1, gewährt einen extra in der... was? Gewährt einen extra Sprung in der Luft? Was für ein Subgeist. Krasser Shit. Hat sich doch gelohnt auf jeden Fall. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geil, 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 geil. Sehr cool, sehr cool. Gute Arbeit, Kirby, by the way. Sehr schön. Guck mal. Wo ist so? Bam. Krass. Krass, also wirklich. Das von Ho-Oh. Okay, nice. Ah, warte mal. Ah, ne, passt. Ah, ne, warte mal. Wo musst du jetzt hin? Da unten, ne? Da unten was, ja. Das war geil, Mann. Lol, stopp, stopp, stopp. Nein, nein, ich muss wieder rein. Ich muss wieder hier rein. Mau. Oh, wie schnell. Fide. Mau. Jetzt schaltet sich dort. Nice, okay. Und? Da oben. Okay. Holen wir uns erstmal die Schatzkiste dort. Ich finde das geil mit der Sidequest hier. Leif, okay, 9000. Wir haben jetzt 10.654, nice. 10.654, wow, wir haben über 10.000. Liegt das auch an Ho-Oh, geben die Subgeist auch einen Boost. Emblem, ina, na, 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 na. Weiß gar nicht, warum ich Kirby habe. Raus mit Kirby. Kirby ist so eine Legende. Spaß, Spaß. Alle Kirby-Mains, beruhigt euch. Aber ich kann mit Kirby echt nicht umgehen. Halt mal, ich habe noch einen extra Sprung. Bereit? Los! Niederlage fortsetzen! Halt mal, ich habe noch einen extra Sprung. Direkt runter. Oh lol. Direkt runter. Keiner weiß. Bereit? Los! Wie lang ist Smash anders? Ich habe halt echt noch einen extra Sprung. Aber nur einmalig wahrscheinlich. Ja. Wäre so zu OP, um extra. So halten sich die ganze Zeit so mal. Yeah.
Oh, der hat seine Ulti. Ich hab den noch. Hallo, ich hab den getroffen. Hallo, hallo! Ich hab den noch voll getroffen, ganz sicher. Roy! Roy! Oh, Roy! Dieser Roy! Ja, 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 ist gut! Ist gut, ist gut, ist gut! Ist gut! Scusi! Alter, sei doch einmal in Range. Was für eine Range diese Donkey Kong. Dieser Roy, dieser Roy. Keiner kennt ihn. Keiner kennt ihn, würde ich sagen dir. Jetzt sollen wir weiterspielen. Oh Leute, Musik freigeschaltet. Geil. Kame. Ich glaube schon, dass sie Brose bekommen. Brose oder Brose Junior. Inkling Team, okay. Let's go. Finger lockern. Die Musik ist geil. Ja, jetzt gibt's nicht echt. Das, wie oft will ich das noch vertreffen? Nicht einmal die Ulti habe ich gesehen von dem. Keiner weiß. Schick Nadelsturm, Bide, danke, ciao. Oh je, meine Freunde, was ist denn jetzt los? Ah. Groden als Geist, leider nur 2 Sterne, aber wir müssen erstmal hier lang und den lila Schalter betätigen. Ja. Aisia! Lucina! Oh nein!
Direkt Helfer Trophäen einfach. Lol. Ich dachte, ich hätte verloren, ich wollte gerade aussticken. Donkey Kong. Miau. Da schaltet sie frei und da unten auch, oder? Au! Okay, da können wir jemanden befreien. Da gehen wir auf jeden Fall erstmal dahin. Alright. Weißt du, Freunde, eigentlich soll es schon Bowser oder Bowser Jr. sein. Oder irgendjemand, der was mit Feuer zu tun hat, würde ich mal sagen. Ganz spontan. Ja, okay, genau hier lang. Sehr cool. Was? Okay, Prinzessin Peach war auch ein bisschen Sinn, wenn Bowser sie entführt hat und so. Verstehst du das meine? Ja, okay, danke, ciao. Okay, kann ich ein bisschen verstehen, kann ich ein bisschen verstehen. Prinzessin Peach! Raus mit dir. Ja. Okay, ja, Prinzessin Peach befreit. Sehr gut. GG. Oh, ich hätte. Alter, Bowser wäre geil. FFM Bowser. Dann hätte ich euch FFM Bowser gezeigt. Kennt ihr nicht FFM Bowser? Wenn es soweit ist, dann zeige ich es euch. Oh, Riesen Bowser. Wow. Es brennt, der Boden verursacht einen schweren Schaden. Dieses Mal, oh je. Yeah. Ist klar, ist klar, ist klar, ist klar! Ist klar! Ist klar! Das Fuego ist der langsamste. Habe ich das richtig gelesen? Der langsamste. Das überhaupt, das finde ich nicht gut. Wie lange man die Smash-Attacken aufladen kann. Krass. Wirklich krass. Auf Level 99 Evolution möglich, stand da bei Groden dran. Der wird bestimmt zu seiner Urzeitform. Oh, Snack, okay. Leon und Messi! Leon! Da rein finde ich auch sehr cool. Boah. Ridley, Alter. Was? Nice. Nice, 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 nice. Das ist sehr cool. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich halt gespannt, was das ist. Gewinne den Kampf und befreie den Gegner. Das ist, es ist Mega Bowser. Und kriegen wir danach Bowser. Oh! Was? Giga Bowser. So ein Endgegner. Krass. Das ist richtig geil. Sowas von sowas mich entfernen.
Oh, Urle. Oh, Respekt. Aber wie, das kommt mir gerade übertrieben langsam vor, dieser Kampf. Auch an sich so. Nein! Als ob. Ich bin's gedodged. Sag mal, ich dodge doch. Aber es kommt mir gerade übertrieben träge vor, der Kampf. Vielleicht weil es Gigabose ist und so das Spiel nicht drauf klarkommt oder so. Keine Ahnung, aber mir kommt es echt richtig träge vor. Oh nein. Geil, das sah geil. Das sah richtig geil. Perfekt, Freunde, damit tatsächlich noch zum Schluss FFM-Bo. Oh, Gigabose als Geist. Bin gespannt, ob der besser ist als unser aktueller, weil unser aktueller ist, glaube ich, 3 Sterne oder 4 Sterne. Ne, 3, glaube ich. Krass, aber richtig geil. Ja, Freunde, so viel zu Bowser. Das finde ich echt gut, dass sie das in so eine Sidequest verpackt haben, dass man wieder freischalten muss. Und am Ende zeige ich euch noch FFM-Bowser. Oh. Das war ein so ein Mini-Boss wahrscheinlich, Bowser. Wird jetzt die Barriere da unten frei, eine der Barrieren. Kiras Schützerschutz. Ja, Shit wurde geschwächt. Genau, ja, kann ich. Ja, perfekt. Siebenliner. Oh, und okay, nächstes Part machen wir von dort aus weiter. Was sagst du jetzt, ne? Freunde, so viel zum heutigen Part. Am Ende lasst mich noch euch geschwind FFM-Bowser zeigen. Nämlich, das ist im Prinzip folgender Bowser. Ihr werdet lachen. Warum FFM-Bowser? Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass wenn Bowser in Frankfurt lebt, FFM, dass er dann folgendermaßen aussieht. Genau so, swaggy mit pinken Haaren einfach. Genau das ist FFM-Bowser. Ja, vielleicht habt ihr zu viel erwartet, aber legit, das ist mein Bowser-Skin. FFM-Bowser nenne ich ihn einfach. Wenn er so einfach so ein, ja, ein FFM leben würde, ein Chunky wäre oder so. Oh! Was? Freunde, ich ist immer so, immer wenn ich rausgehe aus dem Abenteuermodus, kommen auf einmal neue Gegner, neue Charaktere, die ich freischalten kann. Jetzt ist es Pitrat. Aber gegen FFM-Bowser hat es keine Chance. Ganz ehrlich. Da muss schon irgendwann später aufstehen. Ronaldo. Brilliant! Oh. Nice. Somit hätten wir auch Pit am Ende freigeschaltet. Sehr cool. GG. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.